Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Project Cars. Wir sind auf Hockenheim unterwegs und das Ganze im Renault Clio in der Cup-Version. Und jetzt gerade noch gesteuert von der KI. So, jetzt geht's dann endlich los. Ein kleines Turbo-Schweinchen hier und so ziemlich die einfachste GT-Klasse, die man so fahren kann. Die kleinste Straßenautorennen-Klasse, wenn man so will. Also, ne, keine Open-Wheeler und keine komplette GT-Klasse, sondern einfach, ja, so ein Cup-Fahrzeug. Und das Ganze auf Hockenheim, 6 Runden unterwegs, weil heute Montag ist in schönen 48 FPS. Da ist das Ganze mal ein bisschen flüssiger. Ich kann das ja nicht so häufig machen, weil meine Internetleitung das nicht wirklich zulässt. Natürlich schon, aber dann müsste ich ewig lange an einem Video hochladen und dann würden viel weniger Videos kommen. Deswegen bleiben wir nach wie vor beim YouTube-Standard 25 FPS. So, was haben wir denn hier? 30 Gegner, wir sind in der Mitte gestartet. Die stehen auf 90 vom Schwierigkeitsgrad her, sind also ja, recht anspruchsvoll eigentlich schon. Obwohl ich jetzt so den Eindruck habe, dass ich die auch auf 100 hätte hochballern können. Aber das ist auch erst die erste Runde. Muss ich alles hier mal so ein bisschen klären. Wettermäßig wird nichts Besonderes passieren. Kann ich ja schon mal wegspoilern hier. Das wird ein Rennen, wo wir uns wieder nur aufs Fahren und auf die KI konzentrieren. Der Clio macht nämlich einen Heidenspaß. Und ist schön fahraktiv. Zumindest gewesen, habe ich den Eindruck. Irgendwie untersteuert er mir sehr, sehr viel, habe ich so das Gefühl. Aber gut, das mag vielleicht ein Eindruck sein oder... Obwohl, Reifen sind schon warm. Fahrwerkstechnisch habe ich nichts eingestellt. Ja, ihr seht schon, nicht viel Leistung. Aber das braucht man ja auch nicht immer, um Spaß zu haben. Das kennen wir ja schon aus den Formula C-Rennen. So, 12 davon 30. Erste Runde ist geschafft hier auf Hockenheim. Das ist die nationale Variante. Toll. Bisschen mehr Geschwindigkeit. Hallo. Nicer Kontakt. Ja, ist so ein bisschen die Rookie-Klasse hier, ne? Das wären auch garantiert geile Multiplayer-Rennen. Ich glaube, damit fangen wir an, wenn so die... Also wenn das Spiel draußen ist und die Community-Rennen starten. Dann fangen wir so ungefähr in dieser Klasse an. Dann gibt es was ganz Leichtes zum Anfang und dann... Direkt danach ein Formel-A-Rennen. Muhaha. Unsere Lackierung ist recht geil, finde ich. Rote Felgen und dann so schwarz-weiß-grau. Für alle, die es nicht wissen, es gibt für jedes Fahrzeug hier im Project Cars circa 15, 20, ich habe jetzt nicht durchgezählt, ist einfach nur ein Schätzwert, Lackierungen, die sich voneinander unterscheiden natürlich. Und wo die Community so ein bisschen mit abgestimmt hat, was soll mit rein. Manche haben auch die Community gebastelt. Ziemlich viele, glaube ich sogar. Und jetzt ist es noch so, dass man auf dem PC eine Lackierung als Custom-Lackierung hinzufügen kann, wenn man Photoshop beherrscht. Oder wenn man irgendwo gesehen hat, aha, hier gibt es was zum Download, kann man sich die reinpacken. Und hat dann nochmal eine extra Lackierung, die man dann auch wieder austauschen kann. Ja, also die ist dann anpassbar, der Rest ist fest und fix. Kann man dann auch nicht verändern, ist nicht so wie bei Forza zum Beispiel, dass du da die eigene Lackierung komplett basteln kannst. Dafür musst du dann wirklich schon in so ein Bildbearbeitungsprogramm, Photoshop oder sowas, oder GIMP, ist ja umsonst. Ja, und das war es ja dann auch schon leider wieder mit Tuning-Möglichkeiten. Man wird sein Setup einstellen können, natürlich, was Fahrwerk angeht, was Bremsballons angeht, was Bremsstärke angeht, was Sperrdifferenzial angeht, was die Übersetzung angeht, was die Verspoilerung angeht. Leider nicht, wie sehr man Gegner wegrammt, das kann man nicht einstellen. Dafür ist man ganz alleine verantwortlich und auch, wenn man die Kamera wechselt. Na komm, lass mich in den ersten und dann raus hier wieder. Das war knapp. Scheiße, ey, 10 Plätze verloren, aber so ist das, wenn man nicht konzentriert ist. Dann fällt man ganz schnell nach hinten in der Meisterschaft. Nice one, a double overtake. Fantastic. Hat er mich gerade ausgelacht? Das klang so ein bisschen wie ausgelacht, ne? Und das war den türkis-schwarzen Clio, so mit dem wollten wir auch nicht geplant.
Naja, gut, weiter geht's. Setup-mäßig kannst du, wie gesagt, alles einstellen, was es gibt. Aber ansonsten so tunen, Felgen austauschen oder Zylinderkopf ändern oder sowas, das kannst du nicht. So, Hälfte des Rennens ist vorbei hier. Und ich schaff's immer noch nicht, die erste Kurve einigermaßen schön zu kriegen. Der ist mir auch echt jetzt noch ein bisschen zu untersteuern ausgelegt. Ich glaube, da müsste ich mal am Setup was dann rumschrauben. Ich mache zurzeit noch nichts am Setup, weil ich so jeden zweiten Tag, wenn ein neues Update kommt oder jeden Tag, immer alles löschen muss. Beziehungsweise, ja, einen bestimmten Ordner löschen muss, um mein Profil zu säubern sozusagen. Und dann sind auch immer alle Setups weg. Und deswegen habe ich mich da noch gar nicht rumgeschlagen, weil die halt noch nicht eingetragen werden oder gespeichert werden. Beziehungsweise werden die schon gespeichert, aber weil ich halt immer alles wieder löschen muss, sind die auf einmal immer weg. So, mein Gott. Wird natürlich alles gefixt bis zum Release, da lohnt es sich dann auch wirklich mal Setups nachzuschauen und sich da ein bisschen reinzufuchsen, wie alles funktioniert. Das werde ich aber dann auch alles zeigen, sobald das Spiel draußen ist. Dann gibt es auch ein Crash-Video, wenn das überhaupt lohnenswert dann noch ist zu zeigen. Dann gibt es aber auch sonstige Videos. Da wird das Menü gezeigt und dann gehe ich mal auf alle Punkte ein, was man überhaupt für Spielmodi hat und so weiter. Das kann sich ja jetzt alles noch ändern. Dementsprechend macht es einfach noch keinen Sinn, zu viel zu zeigen. Ja, ey, 20. Scheiße. Ich konzentriere mich jetzt mal ein bisschen. Guck mal, so kann man auch die erste Kurve nehmen, ne? Der war doch jetzt... Fühlte sich ganz gut an. Auch schön, wie vollgepackt das Motec-Display ist, ne? Ich habe gerade versucht durchzuschalten, aber es gibt nur eine Seite. Och, Leute, ey, tut mir leid. Und ich habe nicht mal so lange aus Motec-Display geguckt. Ich habe gedacht, ja, den Bremspunkt kriegst du ja trotzdem noch hier. Meine Herren. Ist hier einer? Ne, ne? Aber trotzdem das Motec-Display da vorne. Schön vollgepackt mit Informationen. Sehr korrekt. Jawohl. Komm, fahren wir noch mal eine Runde in der Außenperspektive. Alter, ist unsere Karre dreckig. Guck mal von hinten. Ich meine, so oft wie wir hier über den Acker flügen, kein Wunder. Ihr merkt es vielleicht, das ist nicht ganz so meine Ansicht, ne? Meine Ansichten sind da ein bisschen anders. Sieht böse aus von vorne irgendwie, ne? Richtig korrekt. So, mehr Geschwindigkeit. Bisschen Windschatten noch und dann hier rausziehen. Vielleicht ein bisschen später bremsen, obwohl, dann lassen wir lieber. Wir bremsen so jetzt. Was ein bisschen früh war. Ich sag ja, ist nicht ganz meine Ansicht hier. So, immerhin noch einen überholt, den Nathaniel Cavallo. Oh, guck mal, Benjamin Schröder vor uns. Ein deutscher Name.
Oh ey, aber seid mir nicht böse, wenn ich nicht die ganze Zeit, ich versuche in letzter Zeit so mal eine Runde vielleicht in der Außenperspektive zu fahren. Aber das ist echt, wenn du mit dem Lenkrad zockst, ist das nichts Halbes und nichts Ganzes. Es klappt recht gut hier im Project Cars, muss ich ja zugeben, muss ich auch eingestehen. Das geht in Assetto Corsa lang nicht so gut, weil die Kamera da so komisch schwenkt und immer hin und her geht. Aber trotzdem, da geht doch ein bisschen das Gefühl flöten, finde ich. Mir geht da das Gefühl flöten. Na gut, 26. von 30, gestartet als 15. Das war wieder ein sehr erfolgreiches Rennen. Ich sage danke fürs Zusehen, schön, dass ihr dabei wart. Lasst euch nicht nerven, hier gibt es noch mal ein bisschen was aus der Wiederholung. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Project Cars. Macht's gut. Tschüss.